weg. Aber es ist hier. Das ist hier. Die visiert dich an. Weg. Alter, wie soll ich denn hier. Fuck! Ich kann hier Schaden machen. Endlich weg, weg mit dem Arsch hier. Sensationell viel Erfolg, ja. Ist nur so weit, dass ich die Witze verstecken muss. Ausrufezeichen Hide, Kapi. Was haben wir denn da Schönes? Nix. So, zack, da rein. So geil, diese Animation mit dem da rein. Ja, wird schon passen. Ich gehe jetzt nicht zurück. Denn sonst muss ich das alles nochmal machen. Was geht? Hilft den Einwohnern? Ich habe gar nicht keine Ahnung, wo ich hingehen muss. Ich gehe mal hier irgendwo lang, wo ich noch nicht war. Dann wird das schon passen. Hier war ich noch nicht. Dann gehen wir mal hoch. Darunter. Hier und oben. Jetzt müssen ja bald Gegner kommen, weil hier war ich ja noch gar nicht. Aber die Elite sind schon krass, wenn die noch heftiger werden. Oh, hier ist nichts. Also diese kleinen, die paar Fuzzis hier. Oh, wieder so ein größerer. Dieses Dodgen hier auf so engstem Raum ist immer gern gesehen. Ist immer gern gesehen. Achso, nehme ich hier lang? Ja, aber da kann ja auch nichts sein eigentlich. Ah, wieder umsetzen hier. Jo, ich bin gleich soweit. Der Golem macht ja alles. Okay, hier ist auch nichts. Vielleicht bin ich auch in der falschen Region, keine Ahnung. Also ich war hier überall, es gibt hier nichts, was ich nicht aufgedeckt habe eigentlich. Okay, die Quests sind gar nicht hier. Hafen? Einwohner kehre ins Kultistenlager zurück, das ist auch eine Möglichkeit. Kultistenlager zurück. Machen wir mal. Naja, hier ist schon mal eine Möglichkeit. Okay, wer bist du? Was soll, was will? Ja. Wer bist du? Was soll der? Was soll der? Lebt dorthin. Wir sind alleine. Wir will hier dorthin. Okay, ich habe mich sofort dahin begeben. Nachdem ich verkauft habe. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas nutzen kann. Aber ich schaue trotzdem mal. Oh, Schuhe. Mehr Rüstung, mehr Bewegungstempo. Irgendwas erhöht dann. Ja, Abklingzeit der Erholungsgeschwindigkeit verringert LP-Regeneration. Ja, von mir aus. Wurf, Angriffsgeschwindigkeit. Ist das überhaupt gestartet hier? Ich hab die Encodings gar nicht gestartet, Euer. Das ist nicht gut. Der sollte eigentlich encoden, während ich hier daddle. Bist du so ein Verkaufsfuzzi jetzt hier? Müsste das Game erstmal wieder kaufen, in einem guten Sale kann man drüber reden, jetzt aber erstmal wie teuer dann Tamtaruk werden, denke ich mal, gut Geld haben wollen. Ja. Ich verstehe nicht, was das soll. Schauen wir, wie der teuer. Dann Taumaturk. Wer ist denn das? Das verstehe ich nicht ganz. Wer ist denn Taumaturk? Sind das die Hersteller? Ich suche was zum Verkaufen, aber das ist hier nicht. Hä, wieso
das nicht zum Verkauf. Wenn ich jetzt teleportiere, wo gehe ich denn dahin? Also eigentlich ist das halt genau das, was also es sind genau die Sachen, die aber falsch gemacht worden sind, jetzt hier bis jetzt richtig gemacht. Die Steuerung ist halt krass, ist wirklich durchdacht. Und WSAD fühle ich 3 Milliarden mal mehr als 1 bis 4. Das ist mir zu weit nach oben. Fand ich auch schon mal bei WoW scheiße. Deswegen habe ich da nur so Offensive und Defensive Spells drauf getan. Ich finde das bis jetzt sehr, sehr gut gemacht. Die Steuerung mit dem Click to Move, da werde ich bestimmt noch ein paar Mal schimpfen. Aber... Oh, da gibt es sogar Dungeons. Mal schauen, wie krass die Schwierigkeiten noch ansehen. Was ich ein bisschen doof jetzt finde, ich kann ja nicht verkaufen. Ich kann es ja nicht verkaufen. Wo müsste ich denn hin zu verkaufen? Hä? Es ist eine Stadt hier. Ist halt genauso wie die Mischung. Ist halt genauso wie die Mischung zwischen PoE und Diablo. Also bei PoE, wenn ich da auf den Skillbaum schaue, Skilltree scroll ich immer mehr raus und der wird immer größer. Da wird er schon. Ich gucke erstmal. Das Spiel hat jetzt erstmal eine Stunde erreicht. Dann schauen wir, ob es zweistellig wird. Es wären 10 Stunden. Ob es dreistellig wird, weiß ich nicht. Mal gucken hier. Ich kann nicht verkaufen. Eine City kann ich nicht verkaufen? Real? Ja, da legt man doch die ganze Scheiße ins Ende hier rein, da. Diese Kacke, dann machen wir das halt nachher. Was ich mich frage, muss ich nie reparieren? Gibt es kein Reparaturdings? Fällt mir es jetzt auf. Steuerung Alt Würfelwerte Info. Ne, was für ein Ding? Steuerung Alt. Okay. Ja, im Sale wird das Spiel dann 30 kosten oder so. Bis ein Sale kommt, dauert es ja noch. Und es kommt auch genau zur richtigen Zeit. Vor PoE und alle sind von Diablo enttäuscht. Also schon geil. Und nach meiner Survival Area. Ära. So, beobachte das Ritual. Muss gucken. So, ich habe bla bla bla. Verdammt, jawoll. Und jetzt kommt irgendjemand Böses. Er wurde böse. Boah, wie das, also diese Straße, ne? Als ob das nicht jeder Mob machen würde. No joke. Diese Scheiße auf dem Boden. Dieses Blitzdings. Und diese scheiß Straße. Fuck, klick. Ja, ich dachte, der ist schon tot schon lange, aber was ist denn das hier? Das ist ein scheiß Ad von denen, okay. Reise hinter die Ruinen von Velrien nach Osten, jo. Na dann. Zack. Aber das ist genau das richtige Spiel für die aktuelle Grafikkarte. 2070 Beste.
Da war Survival-Dings da. Also Pacific Drive. Nicht ganz so gnädig. Ja, was willst du denn ja für Grafiken haben? Reicht du, wie es ist. Braucht aber so ein Spiel so keine Grafiken. Stirbt eh alles. Hier ist wieder so ein Torzeit. Oh, irgendwas der Hoffnung ist sogar für mich. Chance Gift, Widerstand der Leere. Okay. Vergangenheit anscheinend. Muss ich hier hin? Findet den Tempel? Das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt in der Zeit reisen muss. Das ist auch irgendwie interessant. Finde ich aber ultra, dass man das Spiel komplett offline spielen kann. Wenn du... Oh, danke. Wenn du am Anfang bei Steam startest, fragt er dich, willst du online oder offline spielen? Einfach offline. Scheiß drauf. Keine Lust auf irgendwelche Server-Sachen. Ich glaube, ich hab noch nie ein Spiel offline gespielt. Also, in den letzten Jahren nicht. Jedes Spiel hat irgendwie Online-Zwangdrang und so ein Scheiß. So, das eine hast du hier geschrieben, hast du da geschrieben, okay. Okay, gut. Einfach nicht mehr geantwortet, nachdem ich gefragt habe, Taumaturg, was das ist. Irgendwas Wildes. Genau, Level Up. Zack, habe ich. Hier auch? Das ist irgendwie nie. Doch, hier. Was sind wir denn? Oh Mann, ich muss wieder hier Alt-Tab, ist immer schwierig. Oh, Alt-Tab geht halt leider nicht immer. So. Wo sind wir denn? Wir sind hier bei diesem Dings da. Ein Level höher. Zweimal das. Jo, zweimal das Buch. Zack. Hab ich. Die Sense. Ist echt heftig gemacht. Fünfmal! Fünfmal das hier. Oha. Naja, versucht halt mehr Schaden. Macht Sinn. Schaden an markierten Feind 26% und 5-mal. Das findet. Okay, jetzt muss ich da. Okay, er sagt mir, ich muss an die andere Richtung. Komm, ich mach das einfach mal, was der sagt. Was ist denn das hier? Schurkenrelikt. Zweiernstab. Zweihandstab hier. Achso, ich muss aber auch hier hin. Das ist richtig. Das ist auch da. Das ist schon eine schöne. Was ist das für ein komisches Ei hier? Das sind nur so komische Eier hier. Eier. Thank you.
Das Schauen. Wie das dann ist, wenn der Char fertig ist mit dem ganzen Geskille da. Hat die gleichen Spells, die 5 Spells wieder immer wieder drücken, ist halt auch wild. Ich sag's, wie es ist. Das ist ja List and Repeat aus der Hölle. Rang getrunken. Habe ich da 1 gedrückt? Besoffen oder was? Habe ich die 1 gedrückt, oder? Zumindest wollte ich das nicht drücken. Schon, manche Spells sind schon wild laut. Oh, you will not taste me, aber ich hab Schmecker lecker bestimmt. Natürlich aber tasten. Diese Geschwindigkeit des Zuhauens hier. Schau mal, da wird unser erstes Ziel sein, einfach mal den Bild so zu haben, wie er da aufgelistet ist. Mal schauen, ob das nicht zu langwierig ist. Bin ja mal gespannt. Jo, wieder 1000 Sachen auf dem Boden. Also ob das halt nicht zu lange dauert. Den Bild so zu haben, wie es auf dem Bild ist. Oh, eine Kiste. Yo, eine Kiste. Imagine. Lange nicht mehr gesehen. Die leuchten aber, glaube ich, auch nicht. Verringerte P-Nikro-Schutz bei Tränkannahme Intelligenz. Minus Generation, keine Ahnung. Fühlt sich nicht so geil an. Man ist da liest hier. Da muss ich echt rein. Aber ich habe hier noch viele Sachen zu erledigen, oder? Das sind aber nur Sidequests. Der Hof, ich soll aber den Tempel finden, oder? Ich weiß ja nicht, ob ich die Gegenstände, die ich jetzt habe, verbessern soll. Und ob man das für später aufhebt oder so mit diesen komischen Kristallen da, weil noch wechsle ich ja viel. Aber ihr habt mich da in dem Ladescreen wieder hingewiesen, dass ich mit der Taste F meine Gegenstände aufbessern kann. Stehen die alle nur da oder was? Okay. Oh, die scheinen stabil zu sein. Also ich hatte keinen Fluch drauf oder was? Jetzt hat. Der schon wieder. Krieg unerwartet viel Schaden. Why is that? Was sind das für Gegner hier? Mit, dann kann ich vergöfen. Passt nicht ins Inventar, das ist schade. Das ist schade. Achso, Diener-Splitter müsste ich aber nehmen können, ja? Okay. Schon so interessant, dieser Skin. Dieser Skin vom Sensenmann, jetzt habe ich mir das Wort nicht eingefallen. Boah, raus, raus, raus irgendwie. Nein! Ja, ich wollte da raus, aber hat nicht mehr so hingehauen. Ich
20 Gegner explodieren hier. Wow. Das ist irgendein Schrein, der mich wild macht hier. Bisschen Range erhöhen von der wäre nicht schlecht. Schneller laufen, sagst du? Hä, ich wollte eigentlich porten. Okay, ich habe falsche Taste gehört. Finde den Tempel. Ja, bin ich auf dem Weg. Anscheinend da oben ist er. Irgendwie hier. Es gibt schon schwere Gegner. Die müssen wir schnell weghauen. Also der port sich auch, oder? Der Dicke. Der portet sich auch. Boah, diese bösen Kreise hier. Oh. Dodgen auf engstem Raum. Immer gern gesehen. Oder schon wieder. So. Ja, laut der Karte soll ich hier lang. Kann man Golem neu rufen, der ist auch wieder leer. Also, next level. Geil. Okay, zack. Haben wir das? S? Ah, hier. Nächster Punkt in unserer wilden Gestalt. Ich glaube, hier rein, oder? Unsere Schnittermittergestalte, wie die heißt. Schnittermitter. Zack. Next Level hier und dann da oben 2. Bei den Pfeilen. Ja, was macht das? Während der Schnittergestalt hast du eine Chance, Flinkheit zu erhalten, wenn du einen Feind tötest. Flinkheit dauert 30 Sekunden lang, 1% des erhöhten Bewegungstempos bis zu 10. Ja. Gut. Wie kein Damage. Oh. Kistenweise Kisten. Ich muss verkaufen. Das ist wieder so ähnliche Sachen. Wie viel Gold habe ich denn? Soll ich mal so ein Ding gamblen da? So eine Waffe? Er braucht den ganzen Scheiß eh nicht hier. Wenn ich jetzt raus und wieder reingehe, ist alles wieder gespawnt, aber ist ja egal. Tee. Aber wenn es die... Ja, die Ratskammer, oder? Nee. Oh, hier müsste es was geben, ja. Hier. Okay, das ist gut. Jo, da verkaufen wir alles. Außer vielleicht... Das hier nicht, diese Demutsgötze. Ich hab das gar nicht alles durchgeschaut, aber passt. So, die behalten wir. Jetzt müssen wir mal kurz aus der Kiste rausnehmen hier. Dass wir das auch verkaufen können. Vorhin gab es so eine komische City, in der... Oh. In der man nicht verkaufen konnte. Okay, Götzen.
Anscheinend sind es irgendwelche Sachen, die man dann später drauf tun kann. Ich brauche irgendwas mit HP und HP Rec oder so, habe ich gesehen. Falls das ist, was in der Anleitung da war. So, dann verkaufen wir den ganzen Mist hier wieder. Und dann können wir zurückgehen und dann sind die Gegner wieder da. Aber alles halb, so machen wir nochmal. Wenn wir es einmal geschafft haben, schaffen wir es kein zweites Mal. Bin ich mir sicher. Aber ich habe mal Bock. Einfach als Spaß. Wenn ich die Kohle habe. Yo. Waffe gibt's nicht, okay. Doch, hier, Waffen. Zweihandschwert brauche ich. Zwei ein Streitkolben, zwei ein Schwert. Gibt es auch mehrere. Nahkampfschaden 40. Was hat meins? 23. Nahkampfschaden 40. Selten magische Eigenschaften. 20% Chance auf Rüstung. Bruch bei Nahkampftreffer. Was kostet das? 2000. Das kostet 900, nämlich das. Das einzige, oder? 40, ja, nehme ich das mal zum Test, komm. Achso, Shift, ne? Ja, auch Shift. Chance auf Rüstung, was kommt? Der Nahkampf, Feuerschaden, Nahkampf, Kälteschaden. Aber ist halt mehr Schaden. Kein Multiplikator, kritische Treffer, aber ist halt grundsätzlich mehr Schaden. Gibt's hier so eine Statistik, wie viel der Char ganz Schaden macht? So Info? Segen. So Zahlen. Also, wenn ich jetzt das hier wechsle, dass ich dann mehr Schaden habe oder weniger Schaden. So Charakterinfo-Statistik. Sortieren, Geschenke, Material übertragen. C. Yo! C. Okay. Gut. Was ist denn das? Vitalität, Gewill, blabla, Mana, Bewegungstempo, Gesundheit, Feuer, Schlussblitz, ja. Blockchance, Rüstung, Betäubungsbestation, okay. Erhöhte Zaubergeschwindigkeit, erhöhte Nahkampf. Verteidigung, Diener, sonstiges, Schaden. Zauberschaden 30%, nekrotischer Schaden 23%, Multiplikator für kritische Treffer 200%. Nahkampf-Angriffsgeschwindigkeit. Wenn ich jetzt das hier ändere. Nahkampf-Betäubungschance. Okay, ich tue Betäubung tauschen gegen Nahkampf-Angriffsgeschwindigkeit. Okay, das ist schade, aber generell die Stärke. Sonstiges. Keine Zahl, wo ich irgendwie Schaden mache? Lich, Bestimmung. Naja, Prozente, ja, hier. Ne, Nahkampfsgeschwindigkeit. Also. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich dachte, da steht jetzt hier, du machst 1000 Schaden und dann wechsle ich das, hey, du machst nur noch 900 Schaden, du bist doch dumm, dass du es wechselst. Gott, dann nicht. Trotzdem jetzt getauscht. Egal. Zack. Zurück zum Hof. Zurück zum Hof, dem Hof. Achso, jetzt kann ich das Ganze auch hier looten. Ja, mit der Ruhe hier. Muss auf den Ding klicken hier, den Text. Finde, ja, ich muss da hoch irgendwie. Jemand schreit hier. Ich dachte schon, ich kann da nicht rüber wie vorhin.
Oh, hier noch eine Kiste. Jetzt kommen aber die Kisten auf einmal. Jetzt kommen die Kisten mit 1 Gold. Das ist strong. Ja, so ein fetter... Oh, wie viele? Alter! What the fuck? Und die machen alle Bauch... Ja, jetzt ist mir das Wort eingefallen. Bauchklatsche, wollte ich sagen. Oh, was zum Stehen, immer irgendwas drin? Na klar. Das ist ein noch stärker, oder was hier? Die machen echt alle Bauchklatscher, kannst du dir nicht vorstellen. Breitschwert. Ja, ich muss da kaufen. Warte mal kurz. Das Ding ist hier oben. Wo bin ich? Kann ich irgendwann noch runter? Muss irgendwie den Weg finden hier. Noch so ein komischer Kauz hier. Wie viele schon wieder hier? Wie viele Flecken am Boden sind? Oha. Und dann explodieren die auch noch. Das ist immer nett, sowas. Ich muss nach oben irgendwie kommen. Ich sitze schon wieder so, dass ich direkt auf dem Stein... Hey, ich kann halt nicht anders sitzen. Direkt auf dem Stein. Und wenn ich mich nach vorne bücke und so, ist halt einfach schwierig. Dieser Scheiße. Imagine, immer drückt der Steiß, besiege den Tempelwächter im Hof. Oh mein Gott. Ja, okay. Wieso sind denn die hier? Dieses Dodge wird mir irgendwann zu Verhängnis, also nicht dieses Dodge und dieses Porten. Ich bin mit euch hier. Wisst euch doch mal. Noch irgendwelche komischen... Oh mein Gott. Ich will in der Gestalt bleiben. Oh mein Gott. Jawohl. Hat sich doch das neue Schwert vielleicht schon gelohnt, der direkte Schaden. Habe ich mich jetzt eingestulpt? Plus 1 eindringliche Chance, ausweichen, Kälteschaden. Nee, ich habe jetzt einen 40er, was ich mich mir da gegambelt. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas habe, was hier geiler ist. Aber so kleine Upgrades sind halt auch schon geil. Okay. Habe ich besiegt, den Wächter. Ich dachte, der ist wilder. Erkunde den Tempel von Ethera und finde die alte Lotushalle. Jo, Mama. Kann ich irgendwas drücken? Nee, oder? Aber kaputt machen hier? Für 1 Gold mache ich doch gerne alles kaputt. 1 Gold muss man auch zu schätzen wissen. So viele Geheimnisse hier. Dieser Platz. Okay. Ja, schauen wir mal. Was für Geheimnisse hier sind. Vielleicht decken wir sie auf. Oh, die sind da die Horn aber schon gut dran jetzt hier. So, wieder so ein Port-Ding. Oha, geil. So schöne Darkseid-Stimmen mag ich. So schöne Darkseid-Stimme. Oh, weiter geht's. Ich habe gerade geschaut wegen Level-Up. Normal habe ich einfach so ein Level-Up, habe nie dran gedacht. Und jetzt habe ich immer dran gedacht zu schauen, bevor ich Level-Up habe. Aber dauert noch ein bisschen.
Wow, 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 wow. Ich habe eins gedrückt, aber das, okay, das war wild. Lass uns doch mal kurz verkaufen hier. Wo müsste ich denn hin, um zu verkaufen? Ich glaube, wenn ich T drücke, habe ich es einfacher. Dann sucht er mir das Richtige aus. Ja. T drücken, fertig. Yes. Yes, no, yes, maybe. Und die haben an alles gedacht, aber einfach so instant alles verkaufen? Shift einen Artikel verkaufen? Ja, es gibt nur einen Artikel. Okay, okay. Follow your feet. Yo, kommst du hinter mich? Also weiter geht's. Ja, voller Verzweiflung fühle ich, habe ich gemerkt. Psychogegner hier. Ziemlich viele wilde. Wow, 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 ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Chill, chill, chill. Was kommt denn auf einmal auf mich zu hier? Ein so ein Ding? Was haben wir da? Ein Buff? Da war ein Freund viel. Was haben die denn gemacht, die Schlangen? Haben die alle gleichzeitig auf mich geschossen oder was? Noch so ein Buff? Yo, was ist das? Schau mal, der läuft weg und schießt dann aus der Range. Was? Was die für Schaden jetzt hier machen? Zum Glück habe ich meinen Golem noch am Start. Aber nicht mehr lang, oder? Bis, weiß nicht, welches Level ich da kriege. Kriege ich dann noch eine andere Fähigkeit hier. Noch tankt er ganz gut hier. Ich hoffe, ich kriege eine Fähigkeit, wo ich halt ich selbst noch stärker werde. Boah, ich muss da kurz weg. Oder einfach das zünden. Yo! Gut, dass ich nicht eben vom Level abgesprochen habe. Zehnmal soll ich da reinskillen, hieß es. Zehnmal. Dann kommt das hier irgendwie. Schauen wir mal. Schauen wir einfach mal. Ich hab aufs Mikro geschaut. Hab ich's immer so schief, oder? An der Fresse. T gedrückt. Einfach hier. Fail Press. Das klingt nach irgendeinem scheiß Boss dazwischen gleich. Jetzt irgendein komischer Boss kommt, der ist wild. Okay, das sind viele Gegner hier. Sind viele Gegner und der Schwierigkeitsgrad hat doch schon angehoben. Gut, dass ich vorher danach gefragt habe. Hätte ich mal meine Fresse gehalten, oder? Hätte ich mal mal Fresse gehalten. Weg da. Oh. Oben ist da weg. Ich kann mich nichts weg, Alter. Also so geslowt irgendwie. Ach, der Golem ist schon noch da. Okay, okay, das ist nochmal neu gespawnt hier. Schauen, wie schön er tankt hier. Und ich glaube, die Fähigkeit, die ich da noch kriege, ist einfach nur so ein Schild oder sowas. Aber das steht halt, ist essentiell für das Bild. Da glaubt man, kann gar nicht durch, aber das ist ein Tor. Oh, oh. Wirklich so im Eingang zu irgendwelchen... Oh Gott.
Eingang zur Hölle hier. Die schöne Schlange. So. Zack. Hat sich die Gegnerdichte aber immens erhöht. Krass, jetzt ist es halbes Diablo hier. Mit der Dichte hier. Oh mein Gott, sind immer mehr Gegner. Was ich vorhin gemeint habe, ich finde es eigentlich ganz cool. So vereinzelte Gegner haben anstatt so viele gleichzeitig. Wenn es ein Hackenschlei ist, aber müssen ja nicht immer 50 Gegner gleichzeitig sein. Die spucken hier auch irgendeine Scheiße. Oh, was ist das hier für einer? Wieder schön viele Flächen auf dem Boden. Oh, der Golem haut aber schon drauf. Golem haut aber schon drauf. So, was haben wir denn hier? Ja, den Spell benutzt, als alle tot sind, aber nicht so schlimm. Okay, Sackgasse hier anscheinend. Wenn ich den Filter habe, da habe ich nie wieder was loot. Es droppt halt nie irgendwas für die Klasse. Vielleicht mal lesen, wie man den Filter benutzt oder so. Wenn ich nicht zwischendurch X drücken würde und looten, würde ich gar nichts mehr bekommen. Oh. Ich wollte eigentlich die Taste drücken. Die Schlangen sind wild. Dem Spuckerino, hä? Wie kommen wir rechts hin? Das ist auch eine krasse Karte. Das erinnert mich so an Doom früher. Bisschen die Karte. Dann hier rechts hoch oder was? Ja, da war ich am Anfang. Hier direkt runter. Da müsste ich ja straight hinkommen. Oh, das sieht aus wie so ein Bosskampf-Eingang. Ach nee. Finde eines der fehlenden Teile des Brückengeräts, damit es wieder aktiviert werden kann. Oh, weg da. Explodiert was. Okay, dann ist wieder nur so eine Maschine. Ach, da, ja, und dann zum Boss hin. Ja, dann gehen wir mal hier unten, wo wir noch gar nicht waren. Aber ich glaube, dass das Gamble mit dem Schwert war schon okay. Das hat sich schon gelohnt, würde ich sagen. Das mit dem Schwert war, glaube ich, schon okay. Und es mich nicht wirklich mehr Tanke gemacht hat, aber zumindest schneller Schaden, damit die halt sterben, die Typen hier. Oh, bevor es abgelaufen ist, nochmal kurz reingecharged hier. So, es geht anscheinend nach oben. Muss es bald gehen, oder? Einfach Q gespammt, anstatt nur einmal gedrückt. Geht doch nicht nach oben hier. Wow, 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 wow. Alter. Das geht dann so schnell.
Das geht dann auf einmal so ruckzuck. Ist rechts hoch, muss ich. Rechts hoch ist aber hier nicht. Ist aber hier irgendwie nicht. Muss doch jetzt nach oben gehen irgendwie. Ja, okay, jetzt geht's nach oben. Okay. Die haben mich voll gekillt. Oh mein Gott. Den Golem, der ist nicht draußen. Boah, ich habe keine Flasche mehr. Die, also was die da mit mir anstellen. Das, oh, mit diesen Schüssen. Wenn du daneben den stehst, dann trifft er hier jeder Schuss. Füllen sich die Tränke nicht, auch wenn du stirbst? Die kleinen Spuckviecher, immer schon nervig. Nichts. Kriegen wir schon hin. Erst rechts hoch soll es gehen? Soll ich jetzt noch mehr nach unten gehen, damit ich wieder hochkomme oder was? Ich habe mich gefreut, dass es irgendwie hier nach oben ging, aber auf einmal geht es hier wieder nach unten. Also, oh, so direkt so ein Spuck wie hier. Jo, wieder Tausende, muss ich aufpassen. Ich habe ja noch meine Gestalt, dann geht das. Ist ja die HP erstmal das. Die Zeit. Next Level. Jo, lohnt sich zumindest das ganze Killen hier. Kann ich kurz? Okay. Ah, von allem ein bisschen. So, was haben wir hier? Ach, die Gestalt machen wir dann erst, wenn wir schon da sind. Da haben wir, glaube ich, da hier zwei rein, habe ich gesagt, zu dem Pfeil. Zwei. Gut, die Sense. Zack. Die Sense haben wir da fünf rein. Achso, da fünf, genau, stimmt. Fluch habe ich nicht geschaut oder weiß ich nicht mehr. Fluch sind wir hier zwei und dann geht's da bei der Sense weiter. Da. Nachdem du Knochenfluch gewirkt hast, verwendest du auch Knochenfluch bei Treffer für die nächsten paar Sekunden an. Okay. Okay. Gut. Mache ich das? Mache ich das oder habe ich das schon gemacht? Weiter geht's. Jetzt geht's zum Glück wieder nach oben. Das ist ja mal ein Hin und Her hier. Oh. Hoch, runter, hoch, runter. Immer wieder. So macht das Spätzle. Speed wäre jetzt geil. Nicht auslaufen, ich habe einen Heil dran gemacht. Oh, da habe ich aber jetzt schon ganz schön viel verloren an HP. Ja, aber besser die Gestalt verlieren, anstatt zu sterben. Es gibt leider für dieses Bild gibt es kein Level-Bereich Dingsbums. Es gibt nur Endgame für das Bild. Sonst wäre der Filter noch bestimmt anders.
Jetzt habe ich Alt gedrückt anstatt X. Okay, jetzt hier nach links. Geht nach links und nach rechts, muss ich ja. Okay, hier hört es auf. So, zack. Oh, schade, gegen die andere Gestalt drüber. Jo, wie viel ich wieder verloren habe hier. Wo kommen die denn her? Okay, das ist jetzt. Es ist echt krasser Weg gerade. Also, es ist weit. Das ist echt ein weiter Weg hier. Hat in diesem Test nicht irgendwas gesagt? Level 20 gibt es dann irgendwie ein Pad oder eine Katze oder irgendwas, was für dich lootet? Zumindest das Gold? Oh, wieder krass HP verlieren. Wild hier, ey. Ich glaube, so einen langen Weg zu einem Ziel hatten wir doch nicht. So, der ganze Levels sind ja dahin. Oh, da verliere ich wieder viel bestimmt. Habe ich irgendeinen Debuff oder was? Weil die Spells so hell aussehen. Längster Weg ever, ey. The fuck? Und hier ist wieder Sackgasse. Jo, was ist das? Ist das eine lange Zunge oder was? Ich darf hier alles nicht looten hier. Okay. Das ist immer noch irgendwie links hoch oder so. Oder links oder rechts hoch. Oder beides. Ach so, passend ins Inventar, okay. Nicht schlimm. Wir können ja mal kurz schauen, was wir haben oder was wir nicht haben. Ja. Nähert sich jetzt schon der Schaden der gegammelten Waffe. 43, aber dafür haben wir 40 Nahkampfschaden, Kellerschaden, Nahkampf wird als gesundet geraubt. Erhöhte Betäubungschance. Ja, 43. Schon besser. Warte. Minion Armor, Knochengolem. Plus 1 bis Knochengolem beschwören. Wie plus 1? Damit kann ich dann 2? What? Ja. Das klingt interessant, plus 1 nachher, wenn ich dann alle Golems abgeben muss. Warte. Ja, und jetzt? Verstehe ich nicht den Spell. Plus 1 Knochengolem, was ist das? Knochengolem. Plus 1 Knochengolem beschwören? Oder, okay, vielleicht wenn ich jetzt einen anderen Spell habe, kann ich ihn trotzdem beschwören? Minion Armor, Rüstung, Giftresistenz. Was war hier? Rüstung, plus 1 flüchtigen Zombie beschwören. Erhöht Dienerschaden, Intelligenz, gesund. Plus 24, na gut, dann ist das ja schon besser.
Alter, mehr Rüstung und alles. Ja, okay. Habe ich jetzt nicht ganz gepeilt, aber das ist nicht schlimm. Ich peile sowieso nicht so viel. Das sind ganzen Lesegedönste. Ich habe das gehabt, gell? Okay. Boah, diese Gegend hier. Jetzt gehen wir wieder zurück. Ich muss nach unten rechts. Wie stellt sich denn das Spiel das vor jetzt hier? Volles Labyrinth gerade. Warte mal. Ich muss halt dahin. So, ich kann die Karte nicht scrollen. Ich muss dahin. Zum Glück habe ich die Karte geschaut. Ja, und dann runter und dann rechts. War da nicht Sackgasse oder wieso? Ich war doch schon mal hier. Wieso bin ich hier nicht nach rechts gelaufen?